Jetzt die Hymne. Alle Mannschaften jetzt an ihre blauen Linien, wie zu Beginn der Partie. Und dann gibt es, glaube ich, als erstes noch den MVP beider Mannschaften, den wertvollsten Spieler der Serie. Ja, das ist bei Bad Nauheim schwer. Da war Big mit einer richtig guten Fangquote, einem Shutout unterwegs. Finde ich ganz auffällig, aber auch Daniel Weiß. Heute Abend war Nick Köhler einer derjenigen, die sich nicht aufgegeben haben und nach dem 0-3 doch nochmal Gas gegeben haben, das Spiel eng zu gestalten. Wir werden sehen, wer MVP beim EC Bad Nauheim wird. Also jetzt René Rudorisch. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Fans, bevor wir gleich die besten Akteure der Saison ehren können, wir möchte ich in erster Linie ein großes Dankeschön an die beiden Finalstandorte, an die Fans an den Finalstandorten sagen, denn es war ein großartiges Finale mit toller Atmosphäre und gute Werbung für die ESO. Die Worte von René Rudorisch, dem Geschäftsführer der DEL2. Und hier sehen Sie den dicken Pott, das, was angestrebt wird. Und der Stadionsprecher nochmal, Markus Heider, ehe dann Dr. Daniel Rapp, der Oberbürgermeister der Stadt Ravensburg, noch zu den Zuschauern hier spricht. Also die Tower Stars zum zweiten Mal mit dem Titelgewinn in der Amtszeit von Dr. Daniel Rapp. Also er darf auch wieder dabei sein, wenn die Tower Stars sich sicherlich nochmal ins goldene Buch der Tower Stars der Stadt Ravensburg eintragen dürfen. Alle genaueren Daten, die ihr jetzt für Fanfest und so weiter natürlich bekommen, die Fans der Ravensburger in den Social Medias und auf der Homepage. Also jetzt gibt es dann gleich die MVPs. Ah, dann gibt es dann doch erst die Schiedsrichter. Michael Klein und Kilian Hinterdobler als Hauptschiedsrichter und die Linesperson mit Tobias Züchner und Dennis Menz. Jetzt hier auch noch die Anerkennung und natürlich auch den Schiedsrichterbetreuer und Mann Stefan Vogel, der auch uns Kommentatoren bei Spray TV vor jedem Saisonbeginn nochmal brieft, uns Regeländerungen erklärt und immer mit Rat und Tat zur Seite steht, wenn irgendwas nachgefragt wird von uns. So, also die Schiedsrichter haben ihre Medaille erhalten und jetzt Medaillen. In dem Fall, ich befürchte fast, da wurde der MVP vergessen. Denn der sollte, glaube ich,
nach vor den Schiedsrichtern schon vorhin. Als erstes ehren wir den MVP. Na, jetzt gibt es die MVPs. Okay. Also wertvollste Spieler beider Teams. Beginnend bei der unterlegenen Mannschaft beim WC. Hat man auch noch. Ah, es wird nicht von jeder Mannschaft, sondern er ist also direkt vom Team den MVP gekürt. Und das ist Robbie Sonic, wie erwartet, mit 2 Toren heute. Das Entscheidende dann, das Empty Net noch. Goal winning goal. Und es war für Robbie Sonic dann auch eine Riesensaison. Der US-Amerikaner, der hier in Ravensburg schon eine richtige Familie gefunden hat und den man hier eigentlich gar nicht mehr wegdenken kann in der Tower Stars Familie. Und hier sehen wir in glückliche Gesichter. Oliver Granz hier links. Mit einem Endstand. 4-1 in der Serie gewinnen die Ravensburg Tower Stars das Finale der DL2-Saison 22-23. Ja, die Tower Stars haben auch andere Mannschaften einiges abverlangt. Ich gratuliere recht herzlich den Vizemeister der Vizemeister. Itzi Bad Nauheim ist Vizemeister. Zum ersten Mal seit der DL sind in dieser 10. DL2-Saison zum ersten Mal im Finale und zum dritten Mal allerdings an den Ravensburg Tower Stars gescheitert. Sie haben anvisiert beim ersten Versuch im dritten Finale, im zweiten Mal im Halbfinale. Diese am Finale gescheitert. Als nächstes müsste eigentlich dann doch der Titel drin sein für das Team von Harry Lange, die hier zu Recht gefeiert werden, auch in der Ravensburger CAG Arena von den Ravensburger Fans. Die Silbermedaille umgehängt bekommen, was immer ein bisschen undankbar ist in so einem Finale. Viele Spieler nehmen da die Medaille auch immer gleich wieder ab. Aber die Bad Nauheimer, die können hier diese zweite Auszeichnung, diesen zweiten Platz durchaus mit Erfolg feiern, denn sie haben gegen dieses Team bestanden, was eigentlich nach der Hauptrunde als klarer Aufsteiger und Titelfavorit gehandelt wurde, nämlich die EC Kassel Huskies. Haben in Nordhessen das Duell gewonnen und haben die Kassel rausgeschmissen. Am Ende hat es gegen die Tower Stars in diesem 5. Spiel nicht gereicht, weil die Tower Stars einfach wahnsinnig souverän gespielt haben, haben nichts anbrennen lassen, haben die Konter genutzt und ihre Torchancen auch reingemacht. Die Effektivität hat man gezeigt, spätestens nach dem 3:0. So, Tyler Wars hier bekommt auch noch die Silbermedaille. Und dann Patrick Seifer, den Augsburger. Die Silbermedaille für Tim Kaufmann. Und dann auch noch für Grayson Pavlenchuk. Felix Bick ist jetzt hier bei René Odorisch. Und am Ende Pascal Steck. Adam Mitchell und Harry Lange, das Trainerteam des EC Bad Nauheim. Und natürlich auch hier am Ende noch die Betreuer, Fitnesscoaches, Physio und so weiter, die hier sich noch den Glückwunsch zum Vizemeistertitel abholen.
Einen Gruß richten wir natürlich auch noch an das Spray-TV-Team des EC Bad Nauheim mit Christian Börger als Kommentator. Ihr habt eine klasse Übertragung gemacht aus den Spielen gegen die Dark Stars, die im Colonel Knight Stadion stattgefunden haben. Und freue mich schon auf die nächste Saison, wenn es dann wieder die spannenden Duelle gibt und auch die Partien wieder bei Spray-TV übertragen werden. Hier haben wir die Meistermannschaft, die Ravensburg Dark Stars. Geehrt und gefeiert und angesagt von Stadionsprecher Markus Heider. Jetzt kommt das Team zur Medaillenübergabe. Angeführt von Charlie Soror, dann Josh McDonald, dann der Kapitän Sam Herr, der in Ravensburg bleiben wird. Robby Sarnik, der MVP und Topscorer in den Playoffs. Pavel Dronja, den sie hier liebevoll in der Mannschaft den Opa nennen, denn er ist ein erfahrener Routinier, auch schon für die polnische Nationalmannschaft im Einsatz. Waffengut. Dann kommt Tim Goldenländer, der bei allen seinen Einsätzen, die er hier gespielt hat und die Leistung gezeigt hat. Und sind Hessler. Und jetzt hier der Goalie der Ravensburg Tower Stars, Jonas Langmann. Er hat ein bisschen ein Auf und Ab gehabt gegen der Serie gegen Landshut, wurde einmal ausgewechselt, einmal eingewechselt, beides Mal. Hat man gezeigt, dass er wieder stark zurückkam. Richie Kalce, der Youngster. Und Nico Wiens. Goalie aus der Ravensburger Mannschaft. Von EV Ravensburg. Marvin Feigl. Und dann Nick Latter. Er mit seinem Bruder Luis, der ihm folgt. Einer der Playoff Monster, würde ich sagen, die mit wichtigen Toren geglänzt haben, wichtigen Aktionen. Und dann der Fels in der Brandung in der Verteidigung, Julian Eichinger, mit seinem kongenialen Partner Florian Ketterer, die beide auch schon in Kaufbeuren zusammengespielt haben. Und hier war Tim Zizemski, den Rückkehrer. Und hier Fabian Dietz, der in Umkriegsraben, der die Playoffs leider nicht mitmachen hat können durch die Schulterverletzung. Robin Drothen mit einem wichtigen Tor heute. Aufgelegt von seinem Herr. Wir haben auch seinen Bruder Marvin. Jonas Stettner, er ist Vizemeister und Meister zugleich, denn er hat in Ingolstadt im Playoff-Finale der DEL gespielt gegen München. Jack Hartigan, der Torwarttrainer. Und hier ist Jan Bender, der Co-Trainer, ehe dann jetzt der Head Coach kommt, Peter Russell, mit den Glückwünschen von René Rudorisch. Gefolgt von Rafael Kapzan, Geschäftsführer, kaufmännischer Geschäftsführer der Ravensburg Tower Stars, ehemaliger Ravensburger Tower Stars Verteidiger. Eugen Hutschneider. Das Physio-Team, Manfred Bottlinger und Wolfgang Krug, die Betreuer, und dann der Equipment-Chef Oliver König. Und auch hier folgen dann Athletik-Coach, Physio, David Keckeis, Mario Malmer vom Marketing, dann der Mannschaftsarzt oder einer der Mannschaftsärzte, Tobias Jung.
zurück. Mein Bruder, Pressesprecher Frank Enderle bekommt auch noch die Goldmedaille. Dann die Steinhausen, ein weiterer Mannschaftsarzt. Dann die Physios noch. Und das Team Social Media, Doro Eilinger. Und jetzt geht's gleich daran. Der Riesenmoment hier in der Ravensburger CAG Arena, in dem der Pokal in die Höhe geht. Vom Kapitän von Sam Herr. Champions Mützen gibt es auch noch jetzt für das Team. DEL2-Meister der Saison 2022-2023 sind die Ravensburg Tower Stars. So, die Mützen sind verteilt und jetzt geht gleich der Kapitän Sam Herr an den Pott. Willkommen in der Ravensburger CAG Arena. Sam Herr, der Kapitän der Ravensburg Tower Stars, bekommt hier von Dr. Daniel Raab und René Rodorisch den Henkel Cup, den Meisterpokal. Und hier gibt es Feuerwerk bzw. Goldlametta. Und der Pott geht nach oben. Herzlichen Glückwunsch an die Ravensburg Tower Stars zum Champions Gewinn, zum Meistertitel. Die Fans der Lebernauheimer natürlich enttäuscht, verabschieden sich jetzt nochmal bei ihren Fans und verschwinden in den Katakomben. Es ist in diesem Moment an diesem Abend sicherlich eine riesen Enttäuschung für das Team von Harry Lange, aber sie werden es sacken lassen und sie werden sich auch irgendwann freuen können, dass sie das Finale erreicht haben. Am Ende gegen starke Tower Stars einfach nicht die Lösung gefunden haben, um viermal zu gewinnen. Ravensburg spätestens mit dem Break in Spiel 4, wenn sie sich die 3-1-Führung geholt haben, nicht mehr zu stoppen gewesen. Und jetzt gibt es gleich noch das offizielle Meisterfoto mit dem Pokal hier unten in der Mitte. Also Ravensburg wird Kopf stehen ab morgen wieder für ein paar Tage. Da bin ich mir ganz sicher. Und irgendwann wird es auch klappen, dass es nach so einem erfolgreichen Saisonende mit dem Meistertitel auch einen Aufstieg gibt in die höchste Spielklasse, in die Penny DL. Da müssen die Herren nochmal kommunizieren, die Richtlinien nochmal ausbessern, aufbessern, das nicht an den reinen Zuschauerzahlen oder an den Kapazitäten festmachen, sondern eben auch an einem standortbezogenen
Professionalität. Möglicherweise gibt es da im Sommer auch Gespräche drüber. Denn es wäre schade, wenn immer nur 1, 2, 3, 4 Mannschaften hier den Titel schaffen oder den Aufstieg schaffen könnten. Aber hier ist Arbeit natürlich in der Sommerpause gefordert, auch wenn diese gar nicht mehr so arg lange ausfällt, denn es ist der 25. April und im August geht es schon wieder mit den Vorbereitungsspielen los. Jetzt erstmal die Verpflichtungen, dann das Transferkarussell wird sich drehen. Sie sehen es hier unten eingeblendet, wir machen so langsam uns auch auf den Weg nach unten mit der Mannschaft zu feiern. Wir danken für Ihre Unterstützung, für Ihr treues Buchen bei Spread TV die ganze Saison über. Und ich möchte mich an dieser Stelle mal nochmal bedanken bei dem kompletten Team von Spread TV, angeführt von Henry Schwedt an der Regie. Sabine Rutz am Scoreboard, Florian Amann, Markus Miele an den Grafenkameras. Da ich mir gleich den Chef vom Ganzen, und zwar Frank Hottmann. Frank, ganz kurze Einschätzung und kurz vom auf dem Eis direkt Emotionen. Wie geht's dir? Super geil. Super toll, dass wir das hier zu Hause hingekriegt haben. Unsere Füße mal, wenn wir jetzt in Hauheim fahren, dass wir vielleicht da Meister werden. Aber es gibt nichts Schöneres, als zu Hause Meister zu werden. Herzlichen Glückwunsch, Frank Hottmann. Herzlichen Glückwunsch. Also ich möchte noch mal kurz fortsetzen. Henry Schwedt, die Regie, Sabine Rutz am Scoreboard, die Grabenkameras abwechselnd mit Florian Amann und Markus Miele. Adi Barra ist der das Scoreboard hier bedient. So, den kralle ich mir jetzt einfach. Hier ist Max Hadraschek. Nächste Stimme. Max Hadraschek. Das ist Spread TV, ja. Wir sind Spread TV live drauf. Da oben ist die Kamera. Wie sieht's aus? Wie ist die Emotionslage? Max, gib ab Bier, du durstiger Hund. Komm gleich. Ja, es gibt Bier, dann beeil dich mal. Wie ist die Lage? Unbeschreiblich, also ich, das ist Wahnsinn. Ich bin absolut sprachlos, ich bin so stolz auf die Mannschaft, auf alles außenrum. Das ist einer der geilsten Momente in meinem Leben, unglaublich. Gratuliere recht herzlich. Max Hadraschek, feier schön, bis gleich. Also dann schließen wir in dem Fall den Satz jetzt nochmal ab. Den habe ich dir noch vergessen. Frank Enderle, die Führungskamera und die Drittelanalysen auch. Dankeschön an Fabian Dietz, der hier einmal Co-Kommentar war, genauso wie Tim Gorgenländer, der auch mit die Drittelanalysen gemacht hat. Und alle, die sonst noch für eine erfolgreiche Spread-TV-Saison hier in Ravensburg gesorgt haben. Herzlichen Dank für eure gute Arbeit und ich freue mich schon wieder auf die kommende Saison dann, wenn es wieder weitergeht im August dann mit Eishockey Live aus der Ravensburger CAG Arena. Tradition und Leidenschaft. Und die Leidenschaft, die haben wir heute Abend bei den Tower Stars definitiv gesehen. Sie holen sich den Meistertitel in dieser DEL2-Saison. Ich sage Dankeschön für Ihre Buchung, für die ganze Saison und auch an diesem Abend. Herzliche Glückwünsche zum Vize-Meistertitel an den EC Bad Nauheim, alle da draußen. Schönen Dank, dass ihr hier zugeschaltet habt. Ihr wart eine faire Gegnermannschaft und es hat richtig Spaß gemacht, in allen Spielen hier auch zuzusehen bei Spread TV. Herzlichen Gruß nochmal an das Team Spread TV EC Bad Nauheim und Dankeschön an die Organisation Spread TV, die das hier alles so mitgestaltet. Mit diesen Worten und dem Pokal im Blick bei Pavel Dronja möchte ich mich verabschieden, sag Dankeschön und bis zur nächsten Saison. Tschüss und Servus. Ich verabschiede mich aus der Ravensburger CAG Arena für Spread TV. Ralf Enderle, bis dann.